Moin Bürger, zurück auf dem Long Way to Lama. Ich habe hier mal ein bisschen Ordnung gemacht, ein bisschen System reingebracht. Habe auch mit denen gehandelt schon, Papier gefarmt. Und da ist rausgekommen, der hat auch noch eine Waldschatzkarte und eine Ozean. Und der hatte auch eine Ozean und eine Wald, aber andere Nummern. Das werden dann wahrscheinlich auch andere Festungen sein. Der hier hatte dann nach langen, schlechten Geschäften ein Reparaturzauberbuch. Nicht schlecht. So, was hatte ich noch gemacht? Genau, ich hatte eine Schicht noch auf die Monsterfalle draufgesetzt. Da lief sie zeitweise besser. Schafe habe ich geholt. Waren auch gar nicht weit. Ah, es läuft. Die waren gar nicht weit. Und da habe ich auch schon für jede Farbe 15 Gehege, für jede Farbe ein Gehege. Und jetzt bin ich gerade am Färben. Grün habe ich natürlich schon durch die Kakteen. Jetzt muss ich noch ein bisschen mit Knochenmehl Blumen machen. Und hoffen, dass ein paar schöne Blumen rauskommen. Zack. Na also, da haben wir schon gelbe Farbe. Oh. Aber die Monsterfalle, ihr seht, ein bisschen besser ist es. Ein bisschen läuft's. So, wo setzen wir euch hin? Gelb hier hinter. Check. Es läuft. Kettenrüstung sogar hat er. Komm, rück raus. Ja! Schutz 1 Kettenhose. Na also, schick. Und verzaubern kann ich ja auch schon wieder. Das werden wir gleich mal tun. Mal gucken, was rauskommt. Ich hätte auch gerne ein bisschen Rüstung verzaubert. Schuhe. Federfall ist immer sehr hilfreich. Schutz 3. Ich hätte halt gern die Haltbarkeit. Erstmal Wasseraffinität. Ist eigentlich nicht schlecht. Ach, ich nehme Feuerschutz. Gibt es jetzt ein Geräusch dazu? Feuerschutz 3, Dornen 2, Müll. Egal. Da färbe ich hier mal noch ein bisschen rum. Dann würde man einen Cut machen wieder. Damit das nie ganz so langweilig ist. Also ich muss sagen, jetzt mit der dritten Etage kann man schon langsam zufrieden sein. Ich werde trotzdem noch eine vierte oder fünfte draufsetzen. Es dauert nämlich immer noch ziemlich lang. Aber ich fahre mir noch ein bisschen Level rum und verzaubere. Und dann zock mal mit Plastifuchs weiter. Das Füchslein hat doch keine Zeit mehr heute. Und ich habe hier mal die Hühner umgesiedelt. Und dachte hier dann für die Schweine, dass die nicht so nerven, obwohl die weit genug weg sind vom Wohnhaus. Oder die Lamas dann. Obwohl, ne, da gibt es ja ganz viele Farben. Müssen wir natürlich alle haben. Da brauchen wir ein größeres Gatter. Ich stand jetzt hier mal so 5 Minuten. Mal gucken. 28,5. Ein Level, naja. Es geht. Ist schon mal besser. Es läuft. Es klingt jetzt viel besser, weil die jetzt droppen die jetzt mehr Erfahrungsbällchen. Ich glaube schon, ne? So, was mache ich jetzt? Ich bin so allein. Kann mich mit gar niemandem beraten. Zuckerrohr. Brauchen natürlich. Ach so, was auch noch. Ich habe natürlich verzaubert wieder. Und was kommt raus dabei? Oh, das waren die Werkzeuge. Plünderung 3. Aber mit Verbrennung 2. Verbrennt er der Loot? Ich bin mir gar nicht sicher. Muss ich nachlesen. Aber auf jeden Fall jetzt Zuckerrohr, Papier. Emeralds sammeln. Hier brauche ich auch mal
Rosenblätter zum Abdecken. Das nervt uns total. Wenn der Loot immer wieder hier drin liegt. Da muss ich wohl nochmal zur Wüste pilgern. Das hatte ich gar nie aufgenommen. Aber die Wüste ist gar nicht weit weg. Wüste, Sumpf. Da hatte ich. Oh! What? Da ist der Rückstoß wieder wertvoll. Du. Alter, hier ist echt zu dunkel, ja? Ja, ich sehe es. Mann, Mann, Mann. Irgendwo fehlt immer eine Fackel. Aber da ist wieder der Rückstoß auf dem Schwert gut. Bei den Bleos. Ich habe aber überlegt, ob ich den Spawn schützen soll. Kann man ja, dass hier die Endermen nicht griefen können und keine Blöcke zerstört werden. Weil, naja, gut. Wir bauen keine großen Maschinen, da geht's immer noch. Ansonsten hätte ich gesagt, ist das Griefing von den Endermen schon ganz schön blöd. So, ich mach mal weiter Zuckerrohr. So, machen wir ein bisschen Papier. Ja, es kommen schon über 3 Stacks zusammen, wenn man alles aberntet, was rumsteht. Das ist schon kräftig. So, nehmen wir dich, ne? Aber ich würde sagen, es wird gerade wieder hell. Wir können ja mal zum Sumpf pilgern. Sumpf war nämlich eigentlich ganz leicht. Obwohl, wir machen vorher noch eine Leine und holen gleich Pferde. Genau. Ach, und das habe ich ja auch ganz vergessen. Oh, ich bin wieder so perfekt durchgeplant. Es gab ja eine Karotte am Monster Spawner. Hat ein Zombie eine Karotte gedroppt. Aber jetzt 3. Nice. Da können wir doch mal Knochenmehl verwenden hier. Da geht das mal vorwärts hier. Das war ja Sinn der Sache. Check. Na also, so muss das doch. Leine wollte ich noch. Ach, Mann. Oh. Da schaue ich mal kurz nach. Momento. Ach, Schleimball, Schleimball. Haben wir ja noch gar nicht. Das wäre super, wenn wir da einen finden. Im Sumpf. Noch was zu essen mitgenommen. Das vergesse ich jedes Mal. Ab geht er. Können ja mal 29,5 Level verschwenden. Jetzt wird es nämlich schon wieder dunkel bald. Ich hätte zügiger losgemusst. So, da sind nämlich die Pferde und da hinten sieht man schon den Dschungel. Sumpf. Ach. Du bist da schon eingeritten, ne? Also gucken, ob wir Schleime finden. Ah, da muss ich ja bis nachts da bleiben. Ah, Tintenfische. Ja, und das war ja auch der Grund, warum wir hier sind. Hätte ich auch. Ach so, im Wasser hätte ich vielleicht das Plünderungsschwert mitnehmen können. Na, Tintenfischi. Am Wasser rumtreiben, wenn man ein Skelett hört, ist aber auch helle. Naja. Die machen jetzt auch. Die machen jetzt auch Geräusche, wie als würde Luft rausgehen. Mies. Aber ein bisschen Rosenblätter, das ist nice für die Zuckerfarm. Es nervt immer, wenn der Loot alles ins Wasser fällt und dann muss man jedes Mal durchs Wasser rennen. Ja, bleib mal bis Nacht. So ein Schleimball wäre schon nice für Leine für die Pferde. Damit wir längere Strecken halt schneller auch zurücklegen können. Wäre schon super. Aber die Sumpfbiome sehen jetzt irgendwie schöner aus. Ich finde das gut mit diesem zerstückelten hier. Schöner Seed oder whatever. Anscheinend generieren die jetzt auch allgemein ein bisschen hübscher. Macht er, wenn er stirbt. Fies. Ey. Nie. Oh yeah.
oder so. Das Geräusch, ich feier's. Ja, als würde die Luft rausgehen. Na. Da werde ich wohl eine Nacht hier verbringen müssen für Schleim. Müssen wir uns hier bloß ein professorisches Hütchen basteln. Ah, das kriegen wir. Eine kleine Sumpfhütte. Ach so, Hexenhäuseln gab es ja auch noch. Aber sind ja auch nie in jedem Sumpf. Und bringen ja nichts mehr. Die haben früher bloß was gebracht, weil da nur dort die Hexe gespawnt ist. Aber schon in der nächsten Version sind sie dann überall gespawnt. Und naja. Somit ist das Hexenhäusel bloß eine Art Deko. Da hätte man noch was machen können, finde ich. In Bezug auf kleines Abenteuer oder so am Hexenhäusel. Dass da noch was Spezielles passiert. Ach, wir machen es uns ein bisschen größer. Riesig. Riesig. Ganz einfach. Einfach nur ein Kasten. Das ist dann wieder Plastifuchs ihre Aufgabe, das schön zu machen. Mal sehen, ob das noch so ist. Es war ja immer so, wenn man die Eingangstür einen Block höher macht, dann können die Zombies das nie zerschlagen, die Tür. Wir verbringen jetzt hier mal eine Nacht und werden mal sehen, ob hier was spawnt an Schleimen. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gerade einen Schleim gehört. Allerdings auch Zombies und Skelette. Und es ist noch tiefste Nacht. Ich weiß nie, ob ich mich heraustrauen kann. Obwohl, ich bin voll dir. Hallo? Raus hier. Ich sehe keine Schleime. Nur Monsters. Ah! Ah! Schleim! Ja! Ja! Noch einer! Ihr seid Wahnsinns-Schleimis. Droppen die grünen Glänen jeder in, oder was? War das jetzt sau viel Glück wieder mal? Oh, Hammer! Plan funktioniert. Der kann ich ja durch die Türen die Augen gucken. Ne? Doch. Doch. Ich dachte, wird sauer. Wahnsinn! Wahnsinn! 4 Stück sogar! Wow! Nice. Da ist der Plan ja aufgegangen. Na? Ihr? Na? Ich war schneller mit der Tür. Ah, jetzt kommt Andy. Na? Was hält denn der aus? Das ist ein Schärfe 3 Schwert. Oh, Enderkugel. Oh, durch die Tür! Durch die Tür! Wahnsinn. Ich muss mir mal unbedingt eine Uhr craften. Aber es sieht so aus, als würde es hell werden. Wow, was geht denn bei euch? Was ist denn hier mit meinem schönen Rundumschlag? Hey, manchmal löst irgendwie der Schlag nie aus. Oder ich bin zu dumm. Ich höre doch... Oh, oh, ja! Es ist nicht wahr. Wahnsinn, Wahnsinn. Na, oh, es ist der Wahnsinn. Der Plan ging einfach mal auf 18 Schleim. Wow, was will man mehr? Aber das müsste ich mal markieren. Hier spawnen die immer. Könnte man hier zur Not mal eine Schleimfarm bauen, was ja aber eigentlich nie nötig ist. Wir haben einen festen Plan, festes Ziel. Und da müssen wir nie sinnlose riesige Maschinen bauen. Das Plästchen kann sich ein bisschen hübsch machen alles, aber ansonsten
Aber hey, instinktiv an die richtige Stelle gebaut, das Hütchen. Er ist ja ansonsten anscheinend nirgends Schleim gespawnt. Und sind wir richtig? Ja. Ach ja. Man sieht schon von Weitem die Falle. Na, da wären das erstmal die Pferdeställe. Jetzt gucke ich erstmal, ob wir schon den Sattel hatten. Hab ich mich verguckt? Den Server verwechselt? Doch! Ein Sattel und Pferderüstung sogar schon. 1, 2, 3. Zwangsneuröse, 1, 2, 3. So, check, 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 check. Ach, das sind gleich zwei. Das ist ja nice. Es läuft, es läuft. Ja, na, du machst das Mäulchen auf. Komm mal mit. Und du auch. Ach, ich kann zwei mitnehmen. Das ist ja geil. Ihr kommt jetzt mit, meine Freunde. Muss man gefühlvoll machen, sicherlich. Ja, machen ganz vorsichtig, fein. Ihr werdet vermehrt, zu den besten Rennpferden gezüchtet. Ihr seid aber brav. Ja, ne? Ganz feine sind das. Wie kommen wir jetzt hier rein? Komm mal hierher. Hierher. Und hier drüber. Einwandfrei. Sehr schön. Sehr schön. Dann kommt er erstmal da dran. So. Na, das war dann ein schöner Sumpfausflug. Erfolgreich Schleim geholt, Pferde geholt. Nice. Na dann, sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.